Challenge. Die Idee ist von euch gekommen und wir dachten uns, das ist eine gute Idee. Und heute haben wir einen Special Guest, Lorenzo von Matto. Ibims, der Lorenzo. Und er wird uns gleich die Witze vorlesen. Und wir haben hier zwei Flaschen Wasser. Wir werden uns Wasser in den Mund nehmen, uns gegenüber setzen und dann werden wir mal sehen, wie das so wird. Okay, komm. Seid ihr bereit? Na super. Chuck Norris spuckt Lauf aus dem Gesicht. Entschuldigung. Ich verstehe das. Diese Lache. Wie trinkt Chuck Norris seinen Kaffee? Schwarz ohne Wasser. Chuck Norris kann mit Durchfall furzen. Hat Chuck Norris nicht. Das sind Augenbärte. Nicht gut. Was? Dein Ernst? Chuck Norris ist so gut bestückt. Es reicht sogar für eine Fernbeziehung. Lehrerin. Tut mir leid, Peter, aber mehr als ein 5 minus kann ich dir jetzt auf Französisch nicht geben. Peter, gracias. Wenn Chuck Norris mit nassen Fingern an der Steckdose rumpumpt, kriegt das Kraftwerk einen Schlag. Wenn deine Mutter im Aldi forst, am nächsten Tag sind alle zu 80% reduziert. Dein Vater kämmt die Rückenhaare deiner Mutter mit einer Hake. Dieser Moment, wenn man sich im Supermarkt zum Furzen an die Käsetheke stellt und dann 30 Sekunden später bemerkt, wie sich zwei Personen durch den intensiven Aromen der französischen Käsesorten unterhalten. Chuck Norris tankt nicht, das Auto fährt aus Respekt. In einem Zimmer gibt es 156 Dinge, mit denen Chuck Norris dich töten kann. Einschließlich dem Raum. Chuck Norris furzt nur, um zu töten. Chuck Norris braucht ein Stunt-Double. Double. Aber nur in Szenen, den er feiern soll. Chuck Norris hat eine Handgranate geschmissen und 50 Leute getötet. Danach explodierte die Granate. Wäre Chuck Norris in Fukushima gewesen, dann hätte sich das Atomkraftwerk nicht getraut zu explodieren. Chuck Norris bucht in einem Schweizer Hotel ein Zimmer mit Fernblick und bekommt es. Chuck Norris wurde von seiner Tante geboren, der keiner so lebensmüde war, seine Mutter zu knattern. Als Chuck Norris sein Elternhaus verließ, sagte er zu seinem Vater, jetzt bist du der Mann im Haus. Chuck Norris hat
meine Führerscheinprüfung bestanden. Und zwar zu Fuß. Deine Mutter ist so hässlich, wenn sie den Boomerang wirft, weigert diese sich zurückzuziehen. Wenn deine Mutter puft, klatschen die Stinktiere respektvoll bei. Deine Mutter ist so fett, sie guckt die Speisekarte an und sagt zum Kellner, okay. Könntest auch du sein, Maus. Als ob der Baumeister deine Mutter sah, hat er gesagt, das können wir nicht schaffen. Wenn deine Mutter im Schulhof auf dich wartet, verdunkelt sich das Klassenzimmer. Ich bin komplett nass. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, schreibt es in die Kommentare. Deine Mutter sitzt bei Brit und ist zu 99% dein Vater. Deine Mutter hat Hausverbot bei Fressnapf. Deine Mutter zieht Katapulte nach Gondor. In my face! Als gestern ein Zug deine Mutter kommen sah, hat er sich vor sie geworfen. Deine Mutter trägt cooler Hufreifen als Halsband. Dieser Moment, wenn ein Bus von hinten in deine Mutter reinkracht und sie sagt nur, Steinchen werfen ist jetzt echt uncool. Chuck Norris braucht die Toilette nicht zu spülen, er sagt einfach Buh und schon haut die Scheiße von der Teile ab. Chuck Norris verwählt sich nicht, wenn du abhebst, warst du am falschen Telefon. Chuck Norris entführt Aliens. Chuck Norris niest mit offenen Augen. Wenn du Chuck Norris fragst, wie spät ist es? Sag dir 2 Sekunden. Wenn du fragst, was? 2 Sekunden? Hast du schon längst deinen Roundhouse-Kick in der Fresse? Manche erzählen sich, dass unter dem Bart von Chuck Norris kein Kinn ist, sondern eine dritte Faust. So Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Oh, wenn ja, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Dann machen wir das auch nochmal. Danke an Lorenzo von Matterhorn für das Vorlesen der Witze. Kein Problem. Gerne wieder beim nächsten Mal auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Einmal als Ziel. Komm, wir machen die letzte Runde. Hallo? Letzte Runde. Ich hab eh schon gewonnen. Okay. Sind die Profis unten Stativ? Düdüm. Hallo ihr Lieben! Herzlich zum... Hallo, ich bin jetzt starten. Voll gleich. Ey! Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Lorenzo von Matterhorn, what the fuck?